Yo, servus Leute und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir werden heute ein paar Squad Building Challenge Packs aufmachen, und zwar die 81 plus SBCs. Die gibt es ja aktuell hier zum einen die 81 Doppelgarantie und die 82 plus Garantie. Wir werden heute mal die 81 plus Doppelgarantie ausprobieren. Ich habe 10 Stück davon gemacht und ich bin richtig gespannt, was wir da rausholen können. Es gibt ja alle möglichen krassen Spieler in Packs aktuell. Von daher bin ich da mal gespannt, ob wir die ein oder andere gute Karte aus den Dingern hier rausziehen können. Sind dann natürlich untradable, aber ihr wisst, ich spiele das Spiel eh kaum noch. Von daher ist es eigentlich egal, ob die Spieler tauschbar oder nicht sind. Und ja, im nächsten Monat kommt ja schon FIFA 19 raus. Bin ich auf jeden Fall schon richtig gehypt. Gab es ja jetzt auch schon einige News. Aber dazu vielleicht in einem anderen Video nochmal etwas mehr. Ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen rum da, wenn es euch gefällt, dass ich heute mal 10 Stück davon aufmache. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr in diesen Sets gezogen habt, falls ihr welche aufgemacht habt. Und dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange rum und legen direkt los. Erstes Set 81 plus, also alle Spieler haben besseres Rating als 81. Im ersten haben wir schon mal einen Schlitz, also mindestens einen 83er. Torwart AC Milan. Pepe Reina, der ist jetzt beim AC Milan. Habe ich gar nicht mitgekriegt, den Transfer. War ja davor bei Neapel. Und Bas Dost auch noch am Start. Ja, moin. Aber 2,83er ist schon mal nicht so schlecht. Ja, es gibt sehr, sehr viele Spezialkarten. Mal schauen, ob wir heute die ein oder andere bekommen. Es wird auf jeden Fall wieder ein Schlitz. Aber keine Spezialkarte. Wieder Spanien, ZOM. Juan Mata ist das. 84er, auch das nicht so schlecht vom Rating her. Dazu noch Gueye, den 83er. Packen wir alles in den Verein. Weiter geht's. 8 Stück haben wir noch. Wir machen mal ein Ronaldo-Pack auf, würde ich sagen. Vielleicht kriegen wir ja den guten Cristiano. Wieder ein normaler Schlitzen 83 Plus. Und es wird tatsächlich Portugal, aber es wird nur der 86er Pepe. Ja, was heißt nur ein 86er ist nicht so schlecht. Und damit bin ich auf jeden Fall erstmal zufrieden. 82er Kanetze ist auch noch dabei. Können wir auf jeden Fall mal in den Verein packen. Weiter geht's. Nächstes Ronaldo-Pack. Mal schauen, ob wir hier wieder ein 83 Plus kriegen. Diesmal nicht. Hat ein bisschen komisch ausgesehen, die Animation am Anfang. Innenverteidiger von Atletico. Wir kennen ihn alle. Savic. Cillessen auch noch am Start. Weiter geht's im Text. 6 Stück haben wir noch. Kommt schon die A, machen wir ein Thomas Müller Pack. Auf geht's, Thomas. Hau mal eine Spezialkarte raus hier. Auch hier wird's keine. ZTM Frankreich, Everton, das ist der Schneiderler. Ich habe auch, bevor ich dieses Pack Opening mache, habe ich schon mal getestet, wie die Packs sind. Ich habe auch in diesem Zwei-Spieler-Set schon mal ein Team of the Season gezogen. Eine 90er Rabiot. Und es wäre auf jeden Fall geil, wenn wir heute auch nochmal ein Team of the Season kriegen würden. Oder auch jede andere gut bewertete Spezialkarte. Wäre nicht so schlecht. Aber hier wird es wieder kein Schlitz. Von daher können wir da relativ schnell drüber gehen. Alonso und Campbell. Ja, moin. 4 Stück haben wir noch. Auf geht's. Ronaldo auf dem Pack. Die haben uns bisher ganz gute Karten gebracht. Es wird wieder einer, aber keine Spezialkarte. Wieder Spanien, wieder Torwart. Diesmal ist es Diego Lopez 83er. Alles klar. Der gute alte Diego Lopez. Kruse müssen wir abstoßen, den habe ich glaube ich schon doppelt. So, 3 Stück. Alle guten Dinge sind 3, heißt es ja bekanntlich. Mal schauen, wir machen mal das mittlere. Jawohl, da ist eine Farbe. Was ist das? Once to watch. Komm schon. Elfenbeinküste, Rechtsverteidiger ist jetzt nicht so gut. Aurier 84. Der hat auf jeden Fall mal eine Spezialkarte gehabt. Von daher ist es mit Sicherheit eine der besseren Once to watch Karten. Aber ja, ein 84er hat auch solide Werte. Premier League Rechtsverteidiger ist nicht so schlecht. Und wir haben die erste Spezialkarte. Dost ist auch wieder am Start. Ja, moin. Also Aurier, Innenverein, Dost, stoßen wir ab. Erste Spezialkarte ist da. Und wir haben noch 2 Sets übrig, so kann es weitergehen. Kommt schon. Auf geht's. Ah, diesmal leider keine.
haben wir nur noch eine Chance jetzt und die muss richtig abliefern, würde ich mal sagen. 84er Aduriz. Auch nicht das Gelbe vom Ei. Perez auch noch dabei. Mal schauen, ob ich den Info einspeichern kann. 84er. Ja, kann man mal aufheben. So Leute, letztes Pack. Wird ein bisschen ein kürzeres Video heute, aber ich hoffe, ihr seht es mir nach bei diesen Bedingungen hier in dem Raum. Ist einfach sehr, sehr schwer, hier wirklich ein längeres Video aufzunehmen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis dafür. Und ja, wir sind beim letzten Set. Ich hoffe nochmal, dass das hier reinballert. Auf geht's. Und kommt schon. Thomas Müller Pack. Wird auf jeden Fall nochmal ein Schlitz. Leider keine Spezialkarte. Damit bleibt es bei einer Spezialkarte. Es wird Argentinien, es wird Rulli. Und ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was ihr gezogen habt, falls ihr diese Sets aufgemacht habt. Bei euch lief es mit Sicherheit ein bisschen besser als bei mir. Gehe ich mal davon aus, weil ich habe schon viele Leute gesehen, die da richtig gute Spieler gezogen haben. Wie gesagt, schreibt mir das alles mal in die Kommentare. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.